So, wo geht's denn hier nochmal hin? Das sieht doch auch einladend aus. Diamanten! Ich hab Redstone gefunden, ganz viel. Diamanten! Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Diversity. Ich bin immer auch Little Confused Brain oder einfach nur Yannick. Und natürlich ist der Maxi Baxi auch wieder dabei. So, der beste Spitzname, den ich dir... Ja, genau. Er ist auch Little Confused Brain, falls ihr es noch nicht wusstet. Und wir sind ja immer noch daran stehen geblieben, dass wir jetzt hier gerade in dem Survival Branch sind. Und wir müssen jetzt hier irgendwie immer noch überleben und uns die ganzen Sachen zusammen craften, die wir jetzt hier drin stehen haben. Das war zum einen mal Painting, Flower Pot, TNT, Powered Rail, Bread, Cooked Fish, Empty Map und ein Glowstone Block. Und ich würde sagen, wir fangen an mit... Habt ihr auswendig gelernt? Habe ich auswendig gelernt. Ich habe natürlich jetzt an der Seite hier gerade nicht stehen, wie man das alles craftet. Nein, ich weiß das. Jahrelange Arbeit. Auswendig lernen. So. Sag mal, hast du zufälligerweise Wolle? Nein. Das war gerade richtig enttäuschend, dass du das gesagt hast. Weißt du das? Oh, verdammt. Ja, friss ruhig vor mir. Toll, friss ruhig. Schmiedekunst. Wir haben auch noch kein Gold gefunden. Wir haben eigentlich noch gar nichts gefunden. Ja, das wird hier auf jeden Fall... Wir sind ja auch scheiße. Wir sind ja auch scheiße. So, ich mach mir mal ein Eisenschwert. Dir mach ich übrigens auch eins. Hast du schon ein Eisenschwert? Nee, ne? Nein. Nein. Gut, dann hast du da jetzt ein Eisenschwert vorm Ofen liegen. Das kannst du dir nochmal wegsnaggern. Ja, gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Gold suchen. Gold ist wichtig. Gold ist wichtig. So. Oh, voll die Lava hier. Lava ist extrem gut. Lava ist perfekt, perfekt, perfekt. Eine Steinspitzhacke. Das Lava. Nee, komm aber mal mit zu den Öfen. Weil ich habe eine super Idee. Zum einen kriegst du jetzt eine Iron Pickaxe. Und zum anderen werde ich uns jetzt einen Eimer bauen und wir holen jetzt... Ah ne, Obsidian können wir noch nicht abbauen, ne? Das kann man nur mit dir abbauen. Aber... Echt? Ja, kann man nur, das weiß ich hundertprozentig. Voll kacke. Aber... Das ist ein Kackspiel. Voll das Hurensohn-Spiel. Aber, das soll uns jetzt natürlich nicht daran... Oh Gott, ich versinke hier. Was zur Hölle, wo führt das denn hin? Hilfe? Hey, was soll das? Ich will hier raus. So, bin ich doof? Egal. Da ist auch noch eine Wasserquelle. Auf jeden Fall wollte ich jetzt gerade die Lava beseitigen, dass wir da auf jeden Fall schon mal ein wenig Obsidian haben. Denn das werden wir in Genüge gebrauchen für das Netherportal. So. Ja. So viel sei vorweg gesagt. So. Habe ich damit jetzt diese Wasserquelle? Ich habe schon eine Blume, die im Blumenpott passt. Ja, aber wir brauchen den Blumenpott ja alleine. Also, das kann man, glaube ich, nicht entfernen davon. Die Welt wurde gespeichert. Ist das nicht nett? Finde ich nett. Scheiße, das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wie es geht, dass man aus Lava Obsidian kriegt. Ich glaube, man muss das einfach so drauflaufen lassen, ne? Wasser oben drauf. Vier Blöcke. Jo, hat geklappt. Wunderbärchen! Dann ist hier unten jetzt alles erstmal... Also hier drunter ist Lava. Also ich würde jetzt das Obsidian noch nicht direkt so abbauen, weil dann sind wir mal ganz schnell tot. Ich bin auch gerade an der Oberfläche. Du bist an der Oberfläche, das ist auch was Schönes. Was ganz wichtig ist, ist, wir brauchen mindestens eine Wolle. Das heißt, wir müssen mindestens mal ein Schaf umnieten. Das ist ganz wichtig, weil das brauchen wir für das Gemälde. Vielleicht ergibt ihr in Minecraft eine Kuh und ein Schwein, ein Schaf. Höchstwahrscheinlich. Ich kann das mir vorstellen. So. Boah, ich will ja nichts sagen, aber das ist echt eine krasse Höhle. So, das Problem, was ich jetzt gerade nur noch ein bisschen hab, wir sind so auf Höhe 43. Und Diamanten findet man eigentlich so erst auf Höhe 13. Wir sind eine wenig weit oben. Möchte ich anmerken.
Minimal. Kaum eigentlich. So, Max kommt auch wieder nach unten. Ich baue dir ein Loch. Ich würde aber niemals so nach unten graben, da kannst du nur in Lava fallen. Chill. Chill. Ich baue mir jetzt gerade mal hier so ein kleines Treppchen nach unten. Hab ich denn Fackeln? Ich habe Fackeln, natürlich. Ich bin noch der Superman. Zip. So, wie gesagt, der Survival Branch ist wahrscheinlich dann auch wieder einer, der mit am längsten dauern wird von diesen ganzen Zweigen. Denn man hat hier wirklich viele Aufgaben, die man absolvieren muss. Und ich bin gerade in eine andere Höhle gefallen. Das ist sowas Schönes. Sowas ist immer schön, wenn man von einer großen Höhle in die nächste fällt. Das macht einen immer glücklich. Naja, wie gesagt, ich bin ziemlich sicher, dass diese Map nicht random generiert wurde, sondern so generiert wurde, dass man die Task auf jeden Fall einfach schafft. Also wir müssen jetzt uns nicht hier... Ich glaube, Gott war das. Gott war das, das kann gut sein. Ich hoffe, ihr glaubt auch an Gott. Wir sind höchst orthodoxe Christen. Also. Ich liebe Reli-Unterricht. Ey. Ich dachte gerade, irgendwie ein Zombie oder so hätte meine Fackel ausgeschlagen. Das wäre jetzt richtig creepy gewesen. Aber ich war es selber, denn ich bin ein dummer Spast. So. Wo geht's hier denn hin? Oh jo. Oh, ich habe einen Mob-Spawner gefunden. Krass. Tot. Na, dich gab's dann mal. Boah, scheiße, sind hier viele Spinnenweben. Alter, wie macht man denn noch Sticks? Einen Baum brauche ich. Sticks? Wie macht man denn noch Sticks? Phil. Übrigens, ich würde nicht nach draußen gehen und Bäume. Also ich glaube, draußen ist kein Baum mehr. Du kannst am besten hier unten in der Höhle sind ganz viele solche Holzteile, die kannst du einfach abholzen. Hab ich auch schon gekriegt. Nice, hier ist Gold. Wunderbar, wie viel Gold brauchen wir? Das war nicht viel. Wir brauchten, obwohl das war doch recht viel, 6 glaube ich. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier immer so ein bisschen raustabbe, das ist einfach aus dem Grund, weil ich mir nochmal in mein Gedächtnis rufen muss, was ich denn da Schönes auswendig gelernt habe. Wie man das alles craftet. Genau. Hier ist noch mehr Eisen. Aber wie viel Eisen wollen sie uns eigentlich noch in Arsch schieben? Oh ja, jetzt sind wir schon in Aufnahmen, so ein... Wow. Ist gerade Lava gefunden. Das ist ja voll die Höhenception hier. Ich habe noch mehr Gold. Die Powered Rail haben wir auf jeden Fall schon mal fertig. Das heißt, ein Task haben wir auf jeden Fall schon mal fertig. Wunderbar. Und wir sind hier... Ich habe Pilze gefunden. Pilze sind gut. Pilze sind sehr gut. Nimm die mit. Pilze sind so mit das, was am meisten Essen, also Hunger bringt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber fall nicht in Lava, das wäre nicht so schön. So. Will ich auf Facebook liken? Max ist in Lava gefallen. So. Alter, was ist denn? Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich herkam. Jetzt? Ich glaube, ich kam von Alter, hier. Alter, ich komme nie wieder zurück, Jan. Max ist schon komplett weg. So. Ohne Scheiß, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Na komm, baust du dich einfach hoch, Minion. So, mein Kamera-Akku sagt übrigens schon seit gefühlt 5 Minuten, dass er gleich leer ist. Das heißt, vielleicht dürft ihr gleich nicht mehr mein Gesicht ertragen. Es tut mir dann ein wenig leid. Ach, hier hast du dich runtergebuddelt. Du Genius. So, wir hatten... Verdammt. Hast du Redstone? Nein. So, was hast du eigentlich, Max? Pilze. Oh, das kann man jetzt auch richtig eklig sehen. Dann wäre das echt nicht schön, dass du Pilze hast. Was hast du eigentlich? Syphilis. So, da geht's lang. Gut, wir brauchen auf jeden Fall... Wir brauchen so ein Redstone, weißt du? Und dafür muss man dann jetzt... unbedingt Redstone finden, das gibt's doch gar nicht. Oh, wie süß, hier ist irgendwo eine kleine Fledermaus. Alter, noch mehr Höhle. Noch mehr Höhle, geil. Wie gesagt, ich muss zugeben, eigentlich sind Fledermäuse ja dafür da gewesen, dass das in Minecraft so ein bisschen, ein wenig Angst bereitet. Aber ich muss zugeben, ich finde die Teile einfach nur ultra niedlich. Ich habe so kein Problem mit denen. Alter, was ist da? Ich bin in einer Schlucht, Max. Ich bin in einer Schlucht. Jo. Ich habe gerade eine Schlucht gefunden. Das sind dann so die Momente, wo ich mir denke, ja, ne, das ist Minecraft.
Meine Kraft. Meine Kraft. So, ich hab Gold gefunden. Das ist gut. Aber so viel Gold brauchen wir gar nicht mehr. Ich hab 2 Diamanten gefunden. Wofür brauchen wir Diamanten? Wir brauchen Diamanten für nichts, was wir craften müssen, aber... Wir brauchen... Für die Diamantspielzeuge. Genau. Und dafür fehlt hier noch einer. Das ist korrekt. Ja, Max, der zieht hier richtig an. Max ist hier der Experte. So. So, da vorne ist noch eine Truhe. Wenn ich jetzt ganz viel Glück habe und der Map-Ersteller vielleicht auch so gütig war, dann ist da jetzt noch ein Diamant drin. Der Map-Ersteller ist aber ein dummer Sack. Natürlich nicht. Schade. Ich habe gehofft, dass ich hier jetzt einen Diamant noch drin finde. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das hat nicht geklappt. So, auf welcher Höhe bin ich denn jetzt? Ich bin in Höhe 26. Das ist immer noch ein bisschen sehr hoch für Diamanten. Hallo, woran siehst du das? F3. F3. What the fuck? Und dann oben links auf Y. Gucken. Y ist die Koordinate von oben nach unten. Ach so, ja. Mach 34. Na, ich werde jetzt hier aber auch runterjumpen. Ich habe mir nicht alle Knochen gebrochen. Jetzt habe ich mir alle Knochen gebrochen. So. Gut. Ich bin... Ja, Redstone. Redstone, yeah. Gut. Das ist wundervoll. Das ist gerade Bist du Sand oder bist du Clay? Du bist Sand. Wichtig ist, das wird auch am allerlängsten dauern, ey. Boah, das wird so lange dauern, das weiß ich jetzt schon. Wir müssen ja auch TNT bauen. Und dafür brauchen wir richtig viel Sprengpulver von Creepern. Und da müssen wir halt ultra viele Creeper erlegen. Und die Teile spawnen halt nicht mal eben zu 200. Da werden wir schon Probleme mit haben. Haben wir schon. Kein Ding, machen wir. So machen wir das. So, ich hab ein bisschen Angst, dass ich jetzt gleich noch verrecke. Das wäre nicht ganz so schön mit meinen ganzen jetzigen Ressourcen. Wäre der Hammer. Wäre super, wäre der Hammer. Daumen hoch dafür. So. Lass deine positive Bewertung da, wenn ihr wollt, dass ihr nichts stirbt. Ich frage mich, wenn ich solche Sätze bringe, ob ich dann mehr positive Bewertung kriege. Lass bitte eine da, wenn ihr mich hasst. Wenn nicht, dann trotzdem. Ich bin nämlich nicht geldgeil, ich bin... Ich hasse positive Bewertung. Ich bin positive Bewertung geil. So, wo geht's denn hier nochmal hin? Das sieht doch auch einladend aus. Reception. Diamanten! Ich hab Redstone gefunden, ganz viel. Diamanten! Ich find's so cool, dass man den Erfolg Diamonds kriegt, wenn man Diamanten findet. Finde ich voll cool. Brauchen wir noch Redstone? Nein. Oh, verdammt, ich hab hier einen Redstone. Oh. Ich hab hier unten aber ganz viel, Dingsbums. Boah. Ich bin gerade fast in Lava gefallen. Das wäre nicht ganz so schön. Ich hab Diamanten gefunden. Nice. So, ich werde mir hier unten jetzt mal eben kurz eine Crafting Bench machen von dem Holz, das ich noch habe. Und werde hier unten schon mal, Obsidian abfarmen. Ich hab keine Sticks mehr, ich dummes Stück. Aber, Trick 17 besagt, dass dort Holz ist. Das schnappen wir uns jetzt. Ich hoffe, dass man das einfach mit der Hand abbauen kann, aber das müsste gehen. Ja, das geht. Ach, gut. Jo! Meine Kamera ist gerade ausgegangen. Welch ein Jammer. Ihr könnt nicht mal meine hässliche Fresse ertragen. Ach so, okay. Ja, ist nicht wirklich schlimm. Ich könnte nur gleich mal den Kamera-Akku dann einlegen. Aber, das können wir ja dann auch tun. Müssen wir ja nicht jetzt tun. Das, hätte besser laufen können. Alle Male hätte das besser laufen können. Hier ist nämlich überall Lava unter dem Obsidian-Scheiß. Und wir müssen jetzt ein wenig... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was passiert, wenn du stirbst? Wenn ich sterbe, dann sind wir... Ja... sozusagen ziemlich weit wieder nach hinten gepusht. Einfach aus dem Grund, weil ich halt gerade so richtig viel Scheiße habe, die wir gebrauchen können für unsere Crafting-Sachen. Aber ich werde nicht sterben. Wie viel brauchen wir denn für ein Nether-Portal nochmal? 3 unten? Also man konnte das komplett ausfüllen, aber man konnte die Ecken auslassen, das weiß ich.
Weil damals gab es so ein Gerücht von wegen, ihr benutzt viel zu viel Obsidian, ihr seid scheiße. Drei unten. Drei an der Seite. Ich glaube drei oben. Und nochmal drei rechts. Neun dann. Oder waren es nur zwei? Das waren nur zwei unten. Du bist ein richtiges Rechen-Genie. Zwei. Mathe-Ecker. zwei. Vier. Brauchen wir 10? Drei an beiden Seiten und zwei oben und unten. Das wären dann demnach 10. Ob das richtig ist, das seht ihr, wenn das Licht angeht. So. Ich habe echt gar keinen Plan. Keinen blassen Schimmer. Was du gleich mal machen könntest, ist nach draußen gehen. Und am Strand, da sollte ja ganz, ganz... Oh Gott! Oh fuck, ey. Würde ich jetzt in so einem Projekt wie Varo sein, da hätte ich mich jetzt schon längst eingeschissen. So, Aber ich bin da nicht drin, weil ich bin nicht famous genug. Nee, Du könntest an den Strand gehen und könntest uns ein wenig, Dings besorgen. Wie heißt der Kram? Feuerstein. Das kriegst du, also wir brauchen nur einen. Das kriegst du, wenn du ganz viel Sand abbaust. Da kommt dann manchmal so ein Flintstone raus. Den brauchen wir, um Feuerzeug zu machen. Und das Feuerzeug brauchen wir, um das Netherportal anzuzünden. Dann baue ich mir noch eine Schaufel. Das ist eine gute Idee. Boah, ich lebe hier gerade so richtig am Limit. Jeder normale Mensch wäre hier schon gestorben. Aber ich bin nicht normal. Ich bin besser. So, ich habe übrigens schon 6 Level. Wir könnten eigentlich entzaubern. Das wäre doch mal was Witziges. So. Würde überhaupt gar keinen Sinn machen, aber hey, wir können es. Warum auch nicht? So. Das wird jetzt mein 10. Obsidian-Block sein. Und das ist mein 10. Obsidian-Block. Da habe ich sogar noch nicht mal gelogen. Ich komme jetzt erstmal wieder oben an die Oberfläche. Wenn ich überhaupt wieder zurückfinde. Jo. Wollte ich jetzt sagen, muss ich auch erstmal. Auch einfach aus dem Grund, weil also ein Task haben wir auf jeden Fall schon abgeschlossen. Das ist, die Powered Rail. Die kann ich auf jeden Fall schon fertig machen. Und ich sehe den Namen hier. Ach, bist du auch hier unten? Im Rumdüsen. Hey, ich sehe dich da. Wo bist du? Ah, moin. Weißt du was, dann bräuchte so ein kleines Treppchen hier. Ganz hier auch hoch. Warte, ich warte mal auf dich, damit wir jetzt nicht uns in zwei verschiedene Richtungen verirren. Denn ich weiß noch einigermaßen, wie es hier rausgeht. So, nämlich hier runter. Nicht in die Spinnenweben. Dann war das. Fuck. Hier hoch. Hier rechts von dir hoch. Hallo? Hier, genau. Ja. Und hier oben sind wir dann auch schon richtig. Das ging doch recht einfach. So, ich werde dann als erstes jetzt auch erstmal das Holz schmelzen. Das ist so nämlich mit das Wichtigste, damit wir jetzt schon mal den ersten Task fertig haben. An der Seite nehme ich mal erstens das Fleisch raus und zweitens packe ich mal Eisenerz rein, weil was anderes brauchen wir gerade eh nicht. Ja, das kommt hin. TNT können wir noch nicht machen, Flowerpot können wir noch nicht machen, Gemälde können wir noch nicht machen. Eine Map können wir gleich machen. Eine Map müssen wir aus Zuckerrohr machen. Das haben wir draußen ein bisschen angebaut. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. Ist es draußen gerade Tag oder Nacht? Sieht nach Tag aus. Das ist doch wunderbar. Die Welt wurde gespeichert. Wie oft möchtest du die Welt denn noch speichern? Du kranker Mensch. So. Bist du gerade auch draußen oder bist du unten? Ah, da hinten bist du. Ich bin draußen. Hol mir ein bisschen Sand. Jo. Wie gesagt, das ein so ein Flintstone, den hast du mit Sicherheit schon mal gesehen. Hab ich jetzt schon. Ja, wunderbar. Mehr, dann brauchst du gar keinen Sand mehr farmen. Das war's dann schon. Ich habe hier mal so ein bisschen Zuckerrohr abgefarmt. Ich farm auch mal noch hier ein bisschen mehr ab. Vielleicht können wir das dann auch schon abschließen. Dann gehen wir unten zu den Öfen. Da bist du wahrscheinlich gerade schon, weil ich deinen Namen da sehe. Und gib mir da mal den Flintstone. Und da bin ich auch schon. Hallo. Gib's mir. Das Scheißstück. Oh ja, geil. So, da haben wir erstmal. Hör mal bitte auf. Das dauert doch einfach. Kind. So, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal die Powered Rail machen. Das ist wundervoll.
Dann haben wir nämlich da dies, dann haben wir da den Stick in der Mitte und wir haben 6 Powered Rails. Oder wie es auf Deutsch heißen würde, eine Antriebsschiene. Eine gute alte Antriebsschiene. Wer kennt es nicht? So, Feuerzeug haben wir auch. Dann werde ich jetzt mal nach oben schratzen. Zum einen werde ich die Antriebsschiene, unseren ersten Task da jetzt reinwerfen. Und ich werde mal gucken, dass wir draußen jetzt vielleicht unser Nether-Portal jetzt mal bauen. Könnten wir eigentlich schon schaffen. Aufnahme haben wir auch noch so 5 Minuten. Das war wunderbar. So, warum baue ich mich gerade mit Stein hoch? Das ist doch doof. Egal. Jo! So, doch, so, so. Wie stand das denn jetzt hier genau drin? Which place you complete with when you die, you hang all the battle. The total toss one of each listed item into the hopper. Okay. Das heißt. Power Rail collected. Wunderbar. Gut. Die Powered Rail haben wir damit collected. So. Dann werde ich mich jetzt mal. Ups. Wieder zu dir nach unten hier begeben. Ich hoffe, ich weiß noch, wie man so ein scheiß Nether-Portal baut. Das ist so lange her, dass ich das gebaut habe, ey. Ungelogen. Ich glaube aber, es waren 3 unten und nicht 2. Es tut mir leid, aber ich werde nochmal einmal für... Dings nachgucken. Nether-Portal. Sehen die das eigentlich, dass du das jetzt googelst? Nee, nee, nee. Die sehen jetzt gerade nur den, den Pause-Screen. So. Das sind... Oh Gott, könnte er sich nicht noch beschissener hinstellen? 1, 2 unten und 3 an der Seite. Doch, wie ich es gesagt habe. Vereinfachte Version rechts, genau. Weil diese vereinfachte Version habe ich nämlich dauerhaft im Kopf gehabt. Ist anscheinend doch gar nicht so doof, was ich hier manchmal so denke. So, 1, 2, 3. Zip. Das wird für dich wahrscheinlich jetzt gerade so die totale Matrix sein. 1, 2, 3. Und wollen wir mal sehen, ob es funktioniert. Ta-da-da-ta! Oh, ich Stück Scheiße! Warum habe ich das denn so gebaut? Ich Stück A. Das muss natürlich da dran sein, ich Doofkopf. Da muss ich die Obsidian-Blöcke hier unten einen höher setzen. Also ich muss jetzt nicht noch mehr Obsidian holen, aber... Es dauert immer so lange, das abzubauen. Oh. So... Pass auf, jetzt gleich kommt nochmal der richtige Moment. Jetzt gleich geht's ab. Mhm. So, jetzt macht's nämlich. Moment da. Dip, dip. Ta-ta-ta-ta. Wundervoll. Ja, wir können eigentlich gleich schon mal da reinhüpfen. Das ist gar nicht mal so doof. So, und unsere Aufgabe ist es. Ich weiß gar nicht, ob Nether gerade angeschaltet ist. Hm. Jo. Ist es. So. Unsere Aufgabe ist, dass wir müssen Glowstone holen und wir haben natürlich super viel Glück. Ich sag jetzt einfach mal Glück, hust, hust. Denn hier ist sofort eine Glowstone-Laterne. Ich werde mich jetzt erst einfach mal risky hier nach oben bauen. So. So. Das sollte schon locker reichen. Ich glaube, man braucht für einen Glowstone-Block, ja, braucht man 4 Glowstone-Dust. Ja, haben wir erreicht. Komm wieder aus dem Nether raus. Nice. Zip, 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 zip. Wunderbar, haben wir den nächsten Task schon abgebaut. Das Witzige ist, dass das Wort abgebauter sogar richtig passt. Ich bin so ein lustiger Bub. So, dann werde ich den Glowstone da jetzt noch rein thrown. Und dann können wir auch schon ein Päuschen machen. So, Glowstone ist jetzt drin und da sollte jetzt stehen... Wenn ich alles richtig gemacht habe. Glowstone collected. Wunderbärchen. Gut, ich lock mich dann mal wieder hier oben aus, wie ich es beim letzten Mal auch schon gemacht habe. Wenn du möchtest, kannst du dich auch wieder hier nach oben bauen. Ja, warte. Du baust ja so einen richtigen Stairway to Heaven, Alter. Der Hammer. Krass. Ja, moin. Ups. Das sieht doch mal cool aus. Gut, ich würde sagen, das wäre es für die heutige Episode Diversity. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Däumchen nach oben da. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part mit Maxi dann wieder zusammen. Und Maxi ist mal wieder runtergesprungen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Bis dann. Tülü mit Ü. Du darfst auch noch. WWBB.
Yeah.